Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von CineSwiss, eurem Schweizer Fernseh- und Film-Podcast. Ja, jetzt habe ich es mal umgekehrt gesagt. Einfach mal aus Spass. Schlimm. Mit einer weiteren Hausaufgabenfolge vor allem. Ihr kennt das Prozedere. Wir geben einander eine Hausaufgabe, dann schauen wir die und dann besprechen wir die Woche drauf. Für die, die vielleicht das erste Mal heute dazu hören. Euch nimmt es wahrscheinlich dann auch Wunder, wer wir sind. Ich bin der Alex und mit mir sind der Spike. Hallo zusammen. Und der Hill. Ciao. Genau. Ja, Jungs, bevor wir loslegen, alles klar bei euch? Ja, schon. Ja, muss. Weihnachtsstimmung schon ein bisschen. Absolut. Jedes Mal mir kaufen. Ach, ja. Die Osterhase, du. Die Waffe geladen, ich auch. Furchtbare Scheiße, der Quark. Ja, wir sind einfach in der richtigen Stimmung für den heutigen Film. Ja. Und zwar habe ich euch als Hausaufgabe gegeben, den Film Swiss Army Man. Swiss Army Man ist ein Film aus dem Jahr 2016. Ich muss ganz schnell etwas umstellen. So. Von Dan Kwan und dem Daniel Scheinert. Man nennt sie auch The Dance, weil halt Dan und Daniel. Ja. Kwan scheint auch blöd. Genau. Sie haben auch ein Drehbuch dazu geschrieben. Ansonsten kennt man sie vielleicht noch für, das ist der neuere Film von ihnen, The Death of Dick Long. Und ich schon mal erwähnt habe, dass ich den ultra gut gefunden habe. Und das war auch ein Grund, wo ich den als Hausaufgabe genommen habe, weil irgendwann werde ich wahrscheinlich The Death of Dick Long auch noch nehmen. Und da habe ich gefunden, ich darf schon noch mal in die surrealen Welten von diesen beiden Dance einführen. Sie haben aber auch andere Sachen gemacht, zum Beispiel das Turn Down for What Video von Lil Jon. Kennt ihr den noch, Lil Jon? What? Okay! Ja, ich frage mich jetzt gerade, von wo? Was kennst du gar nicht? Noch nie gehört? Nein, sagt man es gar nicht. What? Okay. Das war's. Okay! Say what? Asher. Hey, yeah! Der Asher-Song. Du hörst einfach immer hinterher. What? Yeah! Ja, egal. Turned down for what? Nicht so ganz meine Welt. Ja gut, also wenn man halt, wie ich, regelmäßig NBA schaut, dann hörst du das in jeder zweiten Pause, die sie dort haben. Ja, also der WWE nicht so. Nein, das ist richtig. Dort ist halt eher so Metal-Lied oder so halt laufen. Ja, voll. Ja, mittlerweile auch nicht mehr so. Das ist recht gemischt davon. Ja. Swiss Army Man hat auf IMDb eine Durchschnittsbewertung von 7,0 von 10. Und mitspielen die unter anderem der Paul Dano oder Dano. Es gibt verschiedene Arten, wie man das aussprechen. Liebe Grüße an. Verschiedene Arten, wie man es hört. Genau, liebe Grüße an dieser Stelle an Hug vom Innendruck-Podcast, wo das in unserer Quiz-Folge nicht richtig verstanden hat. Und damals. Vom Action-Cult-Podcast. Korrekt. Neue. Genau, ja, richtig, genau. Unbedingt reinhören. Wahnsinnig cool. Macht richtig Spass. Wir wollen nicht mehr die Einzigen sein, die das hören. Er nötigt uns immer. Ich brauche mal Zuhörer, hören das einmal. Ah, was? Es gibt schon genug. Nein, er hat ja recht damit, weil es ist eigentlich, muss es wirklich zugeben, ist schwere lustig. Jo. Paul Dano spielt der Hank. Ihn kennt man, den Schauspieler kennt man unter anderem aus Prisoners. Was ist jetzt los? Keine Sorge, das ist nicht bei euch, das ist bei uns. Und euch jetzt gerade wundert. Prisoners von Danny Villeneuve, von mir auch schon ein Special darüber gemacht haben. Little Miss Sunshine, There Will Be Blood, kennen sehr viele Leute. 12 Years a Slave, wo auch gerade der sympathischste Mitstreiter gespielt hat. Okja, Bong Joon-ho, wo es auf Netflix geht. Ruby Sparks natürlich. Und er wird den Riddler spielen im neuen The Batman. Wo ja der Robert Pattinson den Batman wird spielen, der ja nächstes Jahr rauskommt. Also zum jetzigen Zeitpunkt nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wenn ihr das gerade hört. Genau. Einer von meinen Lieblingsschauspielern tatsächlich. Auch wenn er nicht immer die grösste Rolle hat, aber ich finde ihn einfach immer faszinierend geil. Wirklich ein toller, toller Mann. Und was auch noch ist bei ihm, hat das mal so als Fun Fact gelesen. Er hat auf IMDb von allen Schauspielern der die höchste Durchschnittsbewertung von seinen Filmen. Aber also, wirklich? Ja. Okay. Genau. Also von allen Schauspielern. Klar, ich weiß nicht genau, wie das ausgerechnet ist. Vielleicht gibt es auch welche, weißt, die nur in einem Film mitgespielt haben und er hat einfach 8,9 und schon hat er gewonnen. Aber tatsächlich hat er die höchste von. Ja. Weiterhin, in weiterer Rolle, machen mit der Daniel Radcliffe als Manny. Der Daniel Radcliffe ist, glaube ich, allen klar.
der Harry Potter. Hat aber mittlerweile schon ganz viele andere Filme gemacht und durchaus ein bisschen abstrusere Filme auch. Mhm. Wie erst kürzlich Guns Akimbo, Horns. Der war überraschend cool gewesen. Wille? Horns. Yeah. Das, ist, ja, das ist nicht so schlecht. Ja. Ich also dachte, oh, komm, so ein bisschen Durchschnittsunterhaltung, ein bisschen Horror. Der war richtig cool gewesen. Das ist ein spezieller. Mhm. Imperium natürlich. Auch ein ganz cooler Film. Oder auch The Woman in Black. Den ich persönlich noch nicht gesehen habe, ehrlich gesagt. Also den Bier da gesehen haben. Ah, nein. Ja. Die meisten von denen, die du jetzt aufgezählt hast, habe ich noch nicht gesehen. Okay, ja, dann macht ich nichts. Und eigentlich die letzte Rolle, die relevant ist im Film, tatsächlich sieht man sie aber nicht gerade von Anfang an, ist Sarah gespielt von der Mary Elizabeth Winstead. Sie kennt man aus 10 Cloverfield Lane, Death Proof, Good Day to Die Hard. Das ist Teil irgendetwas von Stirb langsam. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Ich glaube, der vierte, Entschuldigung. Nein, der vierte ist ein 4.0. Nein, das ist der fünfte. Also, ja, noch besser. Der hinterletzte Mal. Kate oder auch Scott Pilgrim. Versus the World, ja. Yeah. Wo wir auch erst gerade kürzlich in unserem Special über den Edgar Wright, über den Regisseur, davon gehabt haben und uns alle verliebt haben natürlich in sie. Ramona. Ramona Flowers. Flowers, ja. Ju, um was geht es in diesem Film? Ich tue hier ganz einfach vorlesen, wie es dort steht. Und zwar: Ein hoffnungsloser, in der Wildnis gestrandeter Mann schließt Freundschaft mit einer Leiche. Gemeinsam begeben sie sich auf eine unwirkliche Reise, um nach Hause zurückzukehren. Und ja, das ist es dann ziemlich. es ist ein sehr surrealer Film. So viel kann man, glaube ich, schon mal vorweg schicken. Aber durchaus, auch wenn er ein bisschen banal wirken tut, ist schon eigentlich ziemlich deep. Also er hat wirklich eine tolle Botschaft, wie ich finde. Ein ziemlich philosophischer Film. Nur als Beispiel. Daniel Radcliffe hat eigentlich zugesagt, nachdem er die Synopsis, also quasi die Zusammenfassung oder der Grund, wieso der Film oder ist, wo wir dann von den Regisseuren gehört haben. Und zwar haben die gesagt, in diesem Film geht es darum, der erste Furz soll dich zum Lachen bringen und der letzte zum Heulen. Und das klingt schon so blöd und ihr werdet für die, die den Film schon gesehen haben oder für die, die einfach so reinhören, ja, Furze haben tatsächlich einen grossen Stellenwert in diesem Film. Ja, allgemein, verschiedenste Körperfunktionen. Korrekt, ja. Das ist das Essentielle eigentlich. Yes. Und es geht dann wirklich um den Trip von Paul Dano und der Leiche gespielt von Daniel Radcliffe und was man mit deren alles machen kann, um wieder zurück in die Zivilisation zu finden. Wie immer bei unserer Hausaufgabe folgen, die wir jetzt kurz mal nach ein paar den Fakten, die wir jetzt schon genannt haben, die wir kurz einen ersten Eindruck machen, einen Eindruck geben. So im Stil von, jawohl, Daumen rauf, Daumen runter, von uns allen. Damit ihr, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Film noch nicht gesehen habt, könnt Stopp drücken. Für das haben wir extra ein schönes Lied laufen lassen. Also könnt Stopp drücken, den Film zuerst schauen. Und dann könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr den Film gesehen habt. Für den Fall, dass ihr ihn aber schon gesehen habt, könnt ihr natürlich einfach dranbleiben. Oder wenn ihr sagt, ganz ehrlich, ich werde eh nicht schauen, oder ob Spoiler oder so, das ist mir eigentlich gleich, dann könnt ihr auch dranbleiben. So, und darum kommen wir jetzt zum ersten Kurzfazit. Hill! Jawohl! Ich hatte auch Glück und ich hatte dann... Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob... vielleicht auf den Moment falsch schlecht gewesen ist. Also weil eigentlich so, es ist auch ein bisschen Komödie. Mhm. Und ich glaube für mich ein Furz zu viel gewesen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen aus der Bahn gehauen. Ein Furz zu viel gewesen. Wie lange hast du das vorbereitet? Nachher will ich deine Notizen sehen. Ich behaupte schon einfach diesen Satz. Also eigentlich war mein Satz, der Film fängt mit einem Furz an und endet mit einem Furz. Also nein, er fängt an und endet, wie er ist, mit einem Furz. Er hat Synopsis verstanden, noch nicht. Er hat nur ein, zwei Adjektive vergessen. Ja, uiuiui, das tut gar nicht gut. Ich bin nicht reingekommen. Also ich muss sagen, der Film selber, auch im schauspielerischen... ich habe ihn eigentlich dort gut gefunden, aber irgendwie hat mir der gewisse Humor, der eigentlich komischerweise so eigentlich mich trifft, hat mich aber nicht abgeholt. Mhm. Aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen ja, gerade situationsbedingt. Irgendwie, ich bin nicht reingekommen, es ist so,
Also ich würde nicht das Film wegen dem schlecht reden. Aber Sehempfehlung ist schon sicher. Also es wäre in der Film, wo ich sage, so, da musst du nicht lügen, weil er hat eben schon ein bisschen aufgewühlt, sage ich mal. Mhm. Also für mich eine Sehempfehlung ist da. Doch noch. Okay. Spike? Ja, ich würde auch sagen, der Film ist sehr, sehr stark von der momentanen Stimmung abhängig, wo man gerade selber drin ist. Ja. Ich würde auch behaupten, ich bin vermutlich nicht ganz in der perfekten Stimmung gewesen, die ich den Film gesehen habe. Der Film hat aber sehr, sehr mutige Ansätze. Der Film hat auch wirklich interessante Ideen, die umgesetzt werden, auch wie die Ideen umgesetzt werden. Von dem her muss ich sagen, wer sich wirklich, wirklich für Film interessiert und es nicht nur als Unterhaltungselement anschaut, der sollte dem Film auf jeden Fall einmal eine Chance geben, weil es ist durchaus einmal etwas anderes, auch eine andere Herangehensweise in verschiedenster Hinsicht, auch in der Produktion, der Kamera und so weiter. Es ist wirklich mal ein bisschen etwas anderes. Von dem her, hey, doch, wirklich kann man absolut einmal schauen. Alright. Ja, und da ich die Hausaufgabe, gestellt habe und ich habe bis jetzt mir noch nicht übers Herz gebracht, eine Hausaufgabe zu stellen, die ich selber schlecht finde. Ja. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Aber ist klar, oder? Für mich ist es eine klare Sehempfehlung. Ich finde, der Film macht genau das, was ich immer wieder an Filmen so liebe. Er spielt eigentlich in der Realität, aber das wird einfach immer wieder entfremdet und spielt sehr viel mit. Mit Fantasieelement in der Realität. Mhm. Weißt, also im Gegensatz jetzt zu einer reinen Fantasy-Welt wie A Lord of the Rings, jetzt mal ein ganz einfach prominentes Beispiel, oder? Wo eigentlich eh mal schon alles möglich wäre, weil es ist ja eine eigene Welt, du kannst machen dort, wie du willst, oder? Ja, ja. Oder? Also das hätte er können machen, oder? Ist es hier doch noch eine Welt, wo eigentlich unsere Gesetze gelten, unsere Welt besteht, oder? Aber dann mit einem fantasievollen Blick drauf eigentlich gehandhabt wird. Jetzt, wo du es sagst, eben, du und die Hausaufgaben geben, es stimmt schon. Also irgendwie hat er mich auch die ganze Zeit so ganz leicht und auf eine viel, viel bodenständigere Art ein bisschen an den Big Fish erinnert. Ja, definitiv. Ja, klar. Es ist genau das Thema, das mich immer wieder flasht. Oder? Auch 7 Minuten bis Mitternacht oder so, wo ich euch noch nicht gegeben habe, glaube, wo wir noch nicht darüber geredet haben. Das ist auch so ein Film. Das sind einfach die Momente, die Filme, die mich immer reizen. Und sind wir mehr verwünschen. Von dem her für mich klar, Sehempfehlung. Yes, rein mit. Jo, und an der Stelle würde ich sagen, kommt auch schon der Spoiler-Teil. Ich mache die Spoiler-Musik. Für die Zuhörer und Zuhörer, die sagen, hey, da muss ich jetzt gerade noch schauen, haben die jetzt noch Zeit zum Stopp drücken und für alle anderen bleiben dran. Kann man besser in einen Film starten, als mit einer Leiche, die so stark furzt, dass man sie zum Jetski-Fahren benutzen. Zwei Leichen, die furzen? Eine Leiche in einem Clowns-Kostüm, das kommt das nächste. Ein Berg von furzenden Leichen, die man als Luxusdampfer benutzt und darauf Party macht. Ich bin nur schon allein der Eingang eben mit Paul Dano, der einfach sich wollte eigentlich erhängen, oder? Und dann sieht er einfach von weitem, sieht er einfach jemanden angespielt, er geht an, Und dann merkt er, ja nein, der ist tot, da passiert nicht mehr. Ja. Probiert es nochmal und dann plötzlich fängt es an mit diesen komischen Geräuschen. Und der Daniel Radcliffe in seiner Rolle als Leiche, als Manny, wenn er dann genannt wird, furzt einfach mal davon und furzt ins Wasser. Und klar, oder, dass sich da der Hank denkt, ja easy, da muss ich doch mal drauf hocken und ja, fährt eigentlich auf ihm Jetski. Es ist einfach, wirklich, als ich das erste Mal gesehen habe, eben damals, wenn ich rauskam, 16, oder? Habe ich auch gedacht, so, ja, okay, wir haben den Film schon, jetzt kann ich passieren, wie will. Ausser, es bleibt einfach so ein bisschen dummbatzig. Es gibt ja so, wir haben ja auch gerne mal Humor, der ein bisschen unter der Gürtellinie ist. Da können wir ja schon mal dazu stehen. Oh, du sagst! Ja. Aber bei so einem Film hat es mich dann doch enttäuscht, wenn es auf diesem Level geblieben wäre. Weißt du, wenn es nur um das gegangen wäre. Und es geht ja eigentlich um viel mehr. Und um das nur schon mal vorwegzunehmen, also ganz ehrlich, gegen den Schluss, also da kämpfe ich, also wenn wir das erste Mal gesehen, habe ich schon fast ein bisschen glasige Äugle bekommen, weil er irgendwie dann doch die irgendwie noch packt. Mhm. Und
auch emotional aufgeladen ist. Und das viel mehr, als man eigentlich sich vorstellen würde, gerade am Anfang, wenn man an die erste Szene denkt. Weil das ist das, was ich im Kopf hatte, dass ich eigentlich emotional recht aufgelöst gesehen bin am Schluss. Und dann schaue ich ihn nochmal als Vorbereitung für die Folge und ich muss einfach mal nur loslachen, weil eben, wegen dem. Gut, also er hätte ja auch nicht einfach nur dürfen, auf Blödelhumor aufgebaut sein, nur schon mal, weil es so wenig Schauspieler sind, weil dann geht es nicht auf. Ja. Du kannst nicht... Ja, du kannst schon Slapstick-Moment machen oder du kannst einen Slapstick-Film machen, der grundsätzlich auf dem aufbaut ist. Dann musst du aber wirklich grossartig aufeinander abgestimmte Slapsticker haben und nicht Schauspieler wie die zwei. Daniel Radcliffe und Paul Dano, die haben wirklich ein sehr, sehr interessantes, ich sage nicht Zusammenspiel, sie haben ein sehr interessantes aneinander vorbeispielen gehabt. Weil es ist ja wirklich ein bisschen, jeder hat sein eigenes Ding gemacht und das ist wie wenn ein Geiss und ein Schaf nebeneinander. Es wirkt ähnlich, ist aber komplett anders. Und das hat, darum hat es auch die Ernsthaftigkeit gebraucht. Es hat immer wieder so ein bisschen verzweifelte Momente gehabt. Und eben, der Film, das habe ich mir auch ein bisschen rausgenommen vom Film, der tut ja eigentlich sehr, sehr viel Grundbedürfnisse vom Menschen oder vom menschlichen Dasein ansprechen. Zum Teil sogar Tabus ansprechen. Also, ich meine, eben, das mit dem Furzen. Ja, ich furze vor dir, aber du nie vor mir. Wieso? Ja, das macht man nicht. Ja, aber ich mach's ja. So. Ja, es ist eigentlich ein wahnsinnig tolles Spiegel, wo ja der Paul Dano bekommt eigentlich von dieser Leiche, wo er eigentlich die Welt erklärt. Und das ist ja das Geile, er erklärt Manny eigentlich die Welt. Und der Manny nimmt das so auf und tut das auch so umsetzen. Aber dann im nächsten Gegenzug sagt er aber, ja, aber du darfst das so nicht machen oder sagen. Ja, aber du hast mir das doch gerade so erklärt. Ja, aber das macht man nicht, das gehört sich nicht, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht gesellschaftskonform. Ja, aber es ist doch so. Ja, es ist schon so. Aber man macht es nicht. Ja. Und das finde ich einfach so grossartig. Weil es wird einfach so das ganze Heuchlerische, wo wir alltäglich, wir auch, sind wir mal ehrlich, oder? Immer wieder mal haben, oder? Sei es, keine Ahnung, wenn du mit Geschäftskunden, mit Geschäftskollegen, wie auch immer, oder? Anstatt einfach mal ganz ehrlich einfach das sagst und machst, wie du eigentlich denkst. Und das ist eine grosse, grosse, wichtige Botschaft. Ja, aber gerade das Heuchlerische, das ist genau das richtige Wort, weil der Hank tut ja, er tut dem wirklich in Anfangs und Schluss jungen Geist vom, vom Manny die Welt erklären, hat aber die Welt selber nicht richtig verstanden und kommt in dieser Welt auch nicht zurecht. Yep. Also sprich, das kann man jetzt wieder übertragen in irgendwelche Führerpersönlichkeiten, ja, Führer ist vielleicht ein das böse Wort, aber anführerische Persönlichkeiten oder wie auch immer, Leute in Führungspositionen, wie auch immer, die irgendetwas predigen, so und so sollen wir das machen, aber das einfach nur predigen, das zum einen nicht leben und das aber selber auch gar nicht verstehen. Und das ist auch wieder so ein, das ist schon auch wieder so ein tiefgründiger Ansatz. Ja. Absolut. Ja. Ich denke auch, ein wichtiger Punkt ist, und das hast du eigentlich schon ganz schön gesagt, er selber, wo ihm Manny, eben der Hank, wo ihm Manny eigentlich die Welt erklären er ist ja selber eigentlich, und das ist ja auch so, es ist auf so vielen Ebenen eine Metapher, oder? Er ist ja gestrandet hier, oder? Er ist allein gestrandet, oder? Und das ist ja auch im Leben, das ist ja auch im richtigen Leben, ist das so, oder? Darum könnte man jetzt auch, wenn man zur Auflösung am Schluss kommt, könnte man auch dazu kommen, der ist eigentlich gar nicht irgendwie wirklich gestrandet gesehen, sondern der ist eigentlich einfach ausgestoßen gesehen von der Gesellschaft, oder? Weil er einfach nicht, er ist alles andere als ein Gewinnertyp, oder? Er sieht nicht besonders gut aus, er ist nicht besonders intelligent, er ist nicht besonders wortgewandt oder lustig, er hat eigentlich nichts, was ihn speziell auszeichnen. Und darum ist das auf so vielen Ebenen. Und weißt du, meistens hast du in diesen Film so die Entwicklung, oder? Am Anfang ist er da ausgestoßen und am Schluss ist er der grosse Held, der alles hat. Und das passiert da nicht. Im Gegenteil, am Schluss tut es mir eigentlich nur noch weh für ihn, oder? Weil es kommt nicht nur alles cool aus. Die Entwicklung passiert nur bei Manny. Ausschließlich.
Korrekt. Und das ist ja auch so krass, oder? Die Entwicklung basiert bei dieser Leiche. Ja. Ja. Und die Leiche stellt dann am Schluss den Hank sogar noch fast in den Schatten. Ja. Also. Ja. Und ich meine, sorry, spürst du es denn, wo sie Jurassic Park den A Cappella singen? Ich habe es genau gewusst, dass das der Moment war. Da hast du mich einfach. Das ist klar. Und die ganze, also ich wollte unbedingt mal gerade kurz auf die Musik in diesem Film. Mhm. Also ich bin ja eh audiovisuell, das ist mir immer fast das Essentiellste. Mhm. Eigentlich kann man mir jede Scheißgeschichte erzählen, wenn es audiovisuell mich umhaut, dann haut es mich um und fertig. Mhm. Und das ist das, was mich hier so flasht. Es sind nicht nur irgendwelche schöne Kameraeinstellungen oder Fahrten, sondern oder also das Licht. Es spielt ja sehr oft mit so Lichtsachen, sehr viel natürlichem Licht. Mhm. Ja. Aber dann auch gerade so in den Busszenen und so, wo wir noch kommen. Wo er ja eigentlich im Manny die Welt dort darstellt und so. Das ist ja so fantasievoll, so viele geniale Ideen. Die Musik besteht ja eigentlich hauptsächlich aus A Cappella-Tönen. Eben irgendwie und all das Zeug, oder? Muss sie einfach übereinander legen, oder wie auch zum Beispiel bei Jurassic Park. Oder Cut Night Joe in einer komplett anderen Melodie und einem komplett anderen Takt. Aber geil eigentlich. Grossartig, ja. Oder? Ich habe mir dort wirklich überlegt, so, das wäre eigentlich mal ein cooles Cover für eine Band. Schade, machen wir keine Musik mehr alle, aber Cut Night Show in einer lässigen, eben in so einer Variante, das könnte mega geil sein. Cut Night Show schon in so vielen guten Varianten gehört. Ah, wirklich? Also wirklich auch anders. Oder so. Ja, auch die Aussage zu ihm, oder so, wieso sind es eigentlich immer die Lieder, die man hasst, die einem hängen bleiben? Ja. Ich muss sagen, ja, das hätte so. Ja, klar. Das ist, aber eben zum Jurassic Park, mal zurückkommen, das ist auch, if you don't know Jurassic Park, you know shit. Oder? Ja. Also eben zu ihm sagen, was, du kennst Jurassic Park? Ja, der. Also dann, wenn du Jurassic Park kennst, dann weißt du gar nicht über das Leben, wo noch nicht ganz Unrecht hat, wenn man mich fragt. Wie hat euch die Musik gedunkt in diesem Film? Weil sie eben alles a cappella ist. Übrigens auch von ihnen zwei eingesungen. Also es ist nicht irgendwie irgendeine Band oder so hinter dran, die das gemacht hat. Ja, das habe ich ja fast ausgesetzt. Jo, aber ja. Du weißt ja, wie es ist. Oder? Stuntman und so, da mache ich auch nicht alles selber. Ja, außer Tom. Stuntmusiker. Ja. Stuntmusiker, genau. Wie hat euch die Musik gedunkt im Film? Ich muss sagen, jetzt irgendwann ist es ein bisschen zu viel gesehen. Mhm. Es ist dann auffällig, nicht nervig, aber es ist immer zu viel gesehen. Es ist irgendwie, ich sage es neben der Musik, also generell immer auch die führt. Ich weiß nicht, es ist irgendwie vom einen zum anderen, für mich ist es immer irgendein bisschen zu viel geworden. Mhm. Auch mit dieser Musik. Irgendwie ist es wirklich aufgefallen und dann ist mir irgendwie, ich weiß nicht, ja, es hat mich gestört. Okay. Ja. Ist für dich gegangen? Mm. Ich habe es sehr angemessen umgesetzt gefunden. Eben durch das, dass man alles a cappella gemacht hat, dann gewisse Sachen genommen hat, die wirklich sehr, sehr catchy waren. Eben wie jetzt Jurassic Park. Cut Night Joe jetzt fast noch als weniger catchy empfunden, weil man kennt es, so, aber es ist nicht die Version. Du musst zum Teil noch dreimal überlegen, aber ist jetzt das wirklich das? Und jemand, der jetzt den Text nicht gerade mega präsent hat oder so, der weiß nicht darauf, dass das das ist. Aber nein, recht adäquat Drehbruch gefunden. Also nicht schlecht gefunden. Ja, beim Visuellen, da gibt es noch ein paar Szenen, weil er erklärt ja denen im Manny eigentlich die Welt, oder? Wie alles funktioniert. Sie machen dann auch so Filmöben und so Zeug, wo ich ja so mit Scherenschnitt oder selber dargestellt, so irgendwelche grossartigen Filme nachspielen oder nach vertonen und machen und tun. Und dann gibt es natürlich auch die weltbekannte, sage ich jetzt einfach mal, Ständerszene. Und zwar, wo sie wo der Manny das erste Mal das Foto sieht von, was ist für ein Magazin? Ist es FHM oder? Sports Illustrated, ist glaube ich. Sports Illustrated, ja, das stimmt. Ja, das ist korrekt. Ja, das stimmt, ja. Und dann der Manny sagt so, oh, was passiert dort so? Und einfach der Ständer, der da auftaucht, wie ja, so. Oh nein, geh weg mit dem. Wünschen. Ja. Und auch dort kommt ein Satz. Und es ist amigs wirklich so am Rand. Eben wie das jetzt vorher mit der Musik, oder wieso sind immer die schlechten Lieder, die da hängen bleiben, das kannst du auch aufs Leben, oder wieso sind immer die schlechten Momente, wo du weniger vergisst als die tollen Momente. Ja. Und da kommt auch ein Satz, und zwar: Before the Internet, every girl was a lot more special. Also, bevor das Internet, weil er erklärt mir dann ja im Internet, Porno und bla bla bla.
vor dem Internet oder bevor es das alles geht, oder, sind eigentlich ja, eben, sind Frauen viel, viel toller gesehen oder viel spezieller gesehen. Oder? Viel magischer, viel, ja, doch, magischer, kann man glaub, schon sagen. Und ich finde, das hat auch so etwas, das siehst du ja auch heute, weißt du, bei der Verrohung der Jugendlichen. Ich meine, erinnern wir uns mal zurück. Also vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, die uns noch nicht so oft gehört haben. Wir sind alle Mitte, Ende 30. Hart aber wahr. Also, wie haben wir das noch angekriegt? Genießen also den Podcast noch, solange wir noch da sind. Und bei uns ist es ja wirklich so, wir sind halt wirklich noch, also der erste späte Teenager-Alter ist das Internet losgegangen. Dort noch mit so komischen Geräuschen, oder? Wenn du das Internet Modemar gemacht hast. Das Zeug, oder? 5 Minuten für irgendein kleines Bild abladen. Genau. Aber das hast du das Highlight gesehen, das Bild da war. Ja, eben. Und das sind natürlich dann auch, und logisch, oder? Der Pubertät, oder? Da interessiert dich natürlich auch so etwas, oder? Ja. Oder willst du auch mal Mädchen in Bikini, also Frauen in Bikini sehen und so Sachen, oder? Das ist ja logisch. Und das ist halt heute, ist das überall so omnipräsent. Absolut, meine, du machst 2 Klicks und du siehst die wildesten Sachen, nicht immer legal, oder? Und es, ist, es findet schon eine Verrohung statt. Klar, kann man nochmal ein, zwei, drei Generationen zurückgehen. Das ist ja immer extremer geworden, logisch, oder? Mit der Verfügbarkeit von solchen Sachen. Ich finde auch das wieder eine sehr schöne, schlaue Aussage im Film. Weil es hat wirklich auch so was hat. Ja, ich finde es auch so, du hast müssen suchen. Schauen, wie jetzt irgendwie eben ein Foto oder ein Heftli oder im Internet. Und wenn du im Internet etwas gefunden hast, ob du etwas ausdrucken kannst. Aber wenn heutzutage, da rennt dann irgendein Schulhof blöd gesagt, im Nahtel, und er hat eigentlich das ganze Repertoire, wo wahrscheinlich nicht einmal Ältere würde schauen, weil es auch so extrem ist, blöd gesagt. Und eben die Abstumpfung, die auch da ist. Jonas, es führt ja auch dazu, oder, dass du ganz andere, ich meine, siehst du ja auch heute, oder? Die Leute haben immer, die Jugend vor allem, hat immer das Gefühl, es gibt etwas Besseres noch. Oder? Du bist gar nicht zufrieden mit dem, was du hast. Oder? Ja, genau. Und das ist auch in der Partnerwahl oft so, oder? So, ah, ich kann mich nicht festlegen, weil es kann sein, dass noch etwas Besseres kommt, noch etwas Besseres kommt. Und gar nicht mehr einfach auf. Jetzt werde ich ganz schwülstig, aber gar nicht so richtig herzlos ist, weißt du? Also, dass du dem gar nicht mehr so eine Chance gibst. Und, und ich finde, das wird der Film eben auch wieder perfekt auf den Punkt bringen, weil, um hier den Übergang zu machen, er ist ja zu Tod verliebt in eine Frau, die er aber immer nur im Bus gesehen hat. Und dann spielen sie auch die Szenen nach im Bus. Ja. Und wie er sich so verhalten, weil er will Manny eigentlich erklären, wie man eine Frau anspricht, wie man sie umgarnt, wie man ihr Herz gewöhnt. Er selber. Also er muss ja. Er muss ja, weil er gemerkt hat, eben die Bünschelroute, ich nenne es jetzt wirklich so, der Kompass ist, das ist ja der Wegweiser zum Ausweg, aus dieser Strandig, oder wie man es auch immer nennen will, rauskommen. Und je mehr er im Manny die Liebe wecken kann, desto schneller oder besser finden sie den Weg wieder zurück. Ob man das überhaupt will oder nicht, sei dahingestellt. Und das finde ich jetzt auch wieder das. Das habe ich jetzt auch wieder so etwas Unterschwelliges gefunden. Eigentlich sind sie den schweren Weg gegangen. Also der Hank ist eigentlich der schwere Weg gegangen. Und ich sage jetzt selbst, das ist sehr, sehr heikel. Und ich möchte das jetzt wirklich mit dem größtmöglichen Respekt sagen. Also bitte, ich meine, es ist weder böse noch... auf gar keinen Fall, das ist eigentlich... jetzt hast du ein bisschen Angst. Was kommt? Und zwar eigentlich, wenn man das so anschaut, der Hank hat in ihm die Liebe wecken für die Frau, die er eigentlich liebt, damit der Manny ihm den Ausweg zeigen kann. Der Ausweg hat er aber vermutlich viel schneller gefunden, wenn der Hank selber eine Liebe zwischen ihm und dem Manny zugelassen hat. Weil der Manny hat das ein paar Mal angesprochen, der Hank hat dann immer abgelockt, aber eigentlich war das der schnelle Weg gewesen. Und eigentlich hat vielleicht wäre das am Schluss sogar das Richtige gewesen. Wer weiß? Ja.
Es ist ja auch irgendwie eine ganz abstruse Form von Liebesgeschichte zwischen diesen zwei. Das kann man durchaus sagen. Man kann es als Liebesgeschichte sehen, man kann es als Entstehung von einer sehr speziellen Freundschaft sehen, was ja viele Liebesgeschichten auch sind, im besten Fall. Und für die Jüngeren, wir meinen jetzt nicht Friends with Benefits oder so. Also es geht nicht um das. Nein, die sehen sich wirklich jeden Tag. Ja. Und zwar den ganzen Tag. Also, gleiche Postleitzahlen und so, kennst du. Ja, nein, das ist eben auch noch so das Unterschwellige. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, so, ja, hey, Moment, also eigentlich ist es das so eine Irrgarten von einer Geschichte, wo man eigentlich eine Abzweigung hat, die einen riesen Umweg macht und ans gleiche Ziel kommt und du hast eigentlich dazwischen einfach so eine kleine, instabile Hängebrücke können nehmen. Du weißt nicht, ob du es wirklich über schaffst und du traust dich irgendwie nicht, aber wenn du dich trauen würdest, dann wärst du mega schnell am Ziel. Ja. Die ganzen Bus-Szenen, die habe ich auch wirklich wahnsinnig schön gefunden. Hat so wirklich die Romantik und mich auch ein bisschen getroffen, gebe es zu. Ich finde es wirklich, ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt in seinem Leben. Ist eben, sei es im Bus, im gleichen Tramli, im gleichen Zug, wo man immer hockt, dass man immer die gleichen Leute sieht. Oder an der Haltestelle. Oder an der Bushalt oder Tramhaltestelle, wie auch immer, genau. Und du dich immer gefragt, sie so ausgemalt hast, so, ich spreche sie oder ihn, wie auch immer, oder? Und eigentlich wären wir doch perfekt füreinander und das wäre doch super und überhaupt, was könnte eigentlich sein? Aber nicht einmal ein Wort mit geredet. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, immer die Idee, was ist das echt für ein Mensch? Heute hat sie das an, heute hat er das an, heute hat er das dabei, heute hat sie das dabei. Mm. Was macht sie oder er echt beruflich? Ja, was, ja voll. Ja, also, heute sieht sie aber mega traurig aus. Soll ich sie echt ansprechen und sie vielleicht gerade trösten? So. Oh nein, das war ja mega komisch. Wann finde ich den richtigen Einstieg eigentlich, oder? Schlussendlich sind wir ehrlich, in 99% der Fälle machen wir es halt gleich nicht. Ja, in 99% der Fälle ist so, jetzt könnt ihr. Halt, still! Ja, gut, ja, das ist das andere. Ja. Das gibt es natürlich auch. Bevor wir ein, zwei andere Szenen, die ich noch unbedingt mit euch anschauen möchte, reinkommen, wie habt ihr das Schauspielerische gefunden? Nicht nur vom Hank, sondern vor allem auch von Manny. Weil Daniel Radcliffe spielt ja eigentlich eine Leiche, aber eigentlich bewegte Leiche. Ein Zombie schon fast, oder? Also, wie haben die das gefunden, wenn er es gemacht hat? Eigentlich war schon grandios. Also sehr gut. Mhm. Nicht nur jetzt nur auf die Szene zum Schauen, wenn er jetzt Abend immer am Reden ist, sondern auch, wenn er um zwei dort liegt und jetzt beiläuft in verschiedene Richtungen und wirklich. Mhm. Er ist einfach eine Leiche. Gerade wenn er ihn anlegt oder umschiebt, so liegt er dann auch. Mhm. Und Dinge, es ist wirklich. Ich meine, eigentlich stellt man sich vor, du machst schon nicht viel, oder? Aber das ist eigentlich doch wirklich, wenn du siehst, dass es auch wirklich gut aussieht und sage ich mal ein bisschen glaubwürdig und nicht gerade irgendwie so gestellt, hat sicher auch etwas gebraucht, dass es auch so überkommt. Und ich habe es eigentlich recht gut gefunden. Mhm. Also für mich sehr gut. Mhm. Wie hast du empfunden? Nein, grandios. Also, nur schon das kleine Detail. Beim einen Auge ist das Augenlid immer etwas tiefer gehangen. Aha. Und dann hat er aber mit beiden Augenlidern jeweils auf unterschiedlicher Höhe gezuckt. Das ist hure schwer. Ich habe es probiert nachzumachen. Ich voll auch. Ja, wirklich? Ja, voll. Klar. Ich habe gedacht, halten, wie geht das? Ja. Und ich glaube nicht, dass du mit technischen, weißt du, so irgendwie mit CGI oder so nachkommst. Ja. Nein. Gut, aber, muss man sagen, das sind ja Muskeln, das kannst du ja trainieren. Also darum kann ich mit beiden Ohren eigenständig wackeln. Das kannst du? Ja, klar. Mach mal. Jetzt für den Zuhörer nicht so interessant, aber für mich. Alter, du kannst tatsächlich mit den Ohren wackeln. Ja, klar. Das nehmen wir mal, keine Sorge. An der Stelle folgt uns doch auf Instagram, Facebook etc., weil dort werden wir sicher demnächst ein Video aufladen, wie Spike unabhängig voneinander dort. Nein, wir machen ein Lernvideo, ich kann euch beibringen, wie das geht. Ich will das gar nicht lernen, ich schaue lieber zu. Nein. Macht mehr Spaß. Sorry. Nein, wirklich, also das war ein kleines Detail. Nein, ich habe wirklich gefunden, also Paul Dano, seine schauspielerische Leistung, die habe ich jetzt nicht einmal so gewaltig gefunden. Ist aber auch wichtig für seine Rolle, dass die nicht so gewaltig ist. Ja. Aber eben hingegen Daniel Radcliffe wirklich, ich finde, grandios. Aber mit etwas muss ich da gerade mal schnell aufräumen. Das habe ich in einer Beschreibung vom Film gelesen. Da hat es geheissen,
Also Daniel Radcliffe, also der Manny da, dass das die lebendigste Leiche ist, was jemals gegeben hat. Das stimmt so nicht. Nein, definitiv nicht. Wir haben ja auch immer Ärger mit Bernie gesehen. Zum Beispiel? Ja, gut, fairerweise, aber das sind immer die anderen, die ihn bewegen. Er selber bewegt sich nie. Ja, aber der hat die Ausstrahlung von einem Lebenden, der tot ist. Also, Aber fairerweise kann man auch sagen, ja, ich meine, Untote, sind wir ehrlich, auch Vampire sind ja Untote und da haben wir auch schon die Rede. Ja, aber mir ist einfach die ganze Zeit so, weißt du, interagieren. Vielleicht ist mir gerade immer irgendwie für einen Sinn gekommen. Ist definitiv auch eine Vorlage gewesen. Ja, er dreht mich auch die ganze Zeit um. Und genau. So. Also, ja. Und ich denke auch, also, ich habe noch etwas gelesen vom Redwick im Interview dazu und er hat gesagt, das ist wirklich eine ziemlich schwierige, sind schwierige Dreharbeiten für ihn. Weil er halt auch so oft in den Dreck und so geschmissen wird, oder? Und das sind ja nicht einfach einmal wird das dreht, sondern du wirst in den Dreck geschmissen, nicht ganz gut ausgesehen. Nochmal rauf, nochmal ein bisschen abbützeln und weißt du so, nochmal neu schminken oder so als Leiche und dann wieder und so. Und ich glaube, das sind recht beschissene Dreharbeiten gesehen für ihn. Ja, aber er hat es den Zauberstab haben sie auch noch weggenommen. Also wirklich. Ich denke, es ist sicher unangenehm sein, weil du bist Schauspieler, du wirst gefilmt. Du musst reden, aber du kannst nicht gestikulieren. Sondern du liegst einfach nur dort. Das fällt ja uns schon schwer. Schau uns an, du hast jetzt auch gerade mit der Hand geredet, ich jetzt auch gerade, oder? Das ist, du auch gerade mit dem Finger. Das ist aber, glaube beim Daniel Radcliffe jetzt wirklich zu gut gekommen, dass er gerade nach der Harry Potter-Reihe sehr, sehr stark und sehr, sehr viel in sehr intensiven Theaterrollen gespielt hat. Boah, da hat er ja wirklich, da hat ja alles mögliche gespielt. Sehr abstrakte Sachen hat er ja auch gespielt. Also der hat wirklich alles angenommen, was Schauspiel verlangt hat. Ja, ist glaub, Film, ja, das ist schon querbeet gegangen. Auch, klar. Aber gerade zum von der Rolle von Harry Potter wegkommen, nicht zum von der Rolle selber wegkommen, aber einfach, dass er nicht auf das festgelegt wird. Und das hat er in diesem Film auch gerade wieder sehr gut gemacht. Ich habe gerade einen kurzen Hinweis an dieser Stelle, wie wir es gerne machen unter uns Podcasters. Es ist ja jetzt, gut, vielleicht haben wir es dann bis zu diesem Zeitpunkt schon gelöst, oder? Wir haben jetzt auch eine Folge aufgenommen mit einem Herr aus dem Bullet and Fist Podcast. Und der Mann hat uns eigentlich eingeladen, weil er hat, und ich rede eigentlich über so Actionfilme, oder? So, vor allem so 80er und so. Und in ihrem Podcast haben sie auch eine Folge gemacht über den ersten Harry Potter Film. Und zwar als Geburtstagsgeschenk für seine Tochter, die 9 geworden ist, Fidelia. Auch an der Stelle nochmal herzliche Grüße. Und wir sind unter anderem auch so aufgerufen worden, dass wir irgendwie so eine Grußbotschaft machen für sie, was wir auch gemacht haben. Das ist ja schon online. Also unbedingt abchecken, Bull & Fist. Ganz toller Podcast. Und dort ist ja auch Daniel Radcliffe, Foto ist ja der Gross. Und dort hat einer von den Rednern dort, wo sie, ich glaube, das ist der Tom, gesehen, der hat irgendwie erzählt, der Radcliffe, nachdem er eben Harry Potter, bla bla, oder? Und schnell ein bisschen genervt gesehen, weil halt Paparazzi hier und her, oder? Und dann hat er irgendwie ein Engagement gehabt im Theater. Ja. Und er hat schon gewusst, ja gut, überall, wo er herangeht, sind die ganzen die Paparazzis. Dann hat er den geilsten Move abgezogen. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich wirklich durch diesen Podcast erfahren. Und zwar hat er Kleider angelegt im Backstage, in seiner Garderobe oder so. Und immer, wenn er aus dem Hinterausgang oder nach der Probe oder nach der Vorstellungen, egal wenn, aus dem Theater rausgelaufen ist, wo die Paparazzi gewartet haben, hat er die gleichen Kleider angezogen. Und so haben die in einem halben Jahr sind die immer da gestanden und die haben einfach immer exakt das gleiche Foto von ihm geschossen. Und dementsprechend kannst du natürlich als Paparazzi nicht sagen, hey, seid ihr Glück mal da, ich habe da mal ein voll geiles Bild von Harry Potter. So, ja, das hast du gestern schon gebracht und vorgestern und die paar Monate vorher. Ja. Geilste Move, um mit dem umzugehen. Sehr geil, ja. Das hat man wirklich sehr gefallen. Müssen wir auch mal machen. Ja, langsam ist es nötig. Ja, ja, ja. Ja. Was ich eigentlich erst letztens gemerkt habe, gut, das ist gerade am Harry Potter Thema, dass Robert Pattinson da mitgespielt hat. Ja, klar. Ja. Hat im Teil 4, glaube ich. Ja, ich glaube, der Feuerkelch ist gut. Ja, da, wo sie das Turnier da hatten, ist, glaube ich, so ziemlich der einzige von Ravenclaw gewesen, wo man ein bisschen wirklich wahrgenommen hat. Also ich kann mich auch erinnern, aber ich weiß nicht, in welchem einmal geschaut, ist gut, ist jetzt wieder. Ja, irgendwann gibt es vielleicht von uns mal ein Harry Potter Special, wer weiß. So eine Extravaganza über den Harry Potter Film könnte ich mir noch vorstellen. Oh,
da müsste ich die anlegen. Oh, da können wir aber bitte vorher zurück in die Zukunft. Herr der Ringe, Matrix, Terminator, Gremlins, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick ist ja nicht eine Serie in dem Sinn. Also das ist ja, das haben Filmpartner auch schon gemacht. Das müssen wir eigentlich nicht machen. Stimmt. Korrekt. Ja, auch an der Stelle lieber Grüße an den Filmpartner. Ja. Jetzt haben dann alle. Ah, Streamaway noch lieber Grüße. Jetzt haben dann alle gegrüßt. Wir gehen zurück zu Swiss Army Man. Ihr habt es schon angesprochen, oder? Eben die schauspielerische Leistung eben als Leichen, oder? Ist natürlich schon mal wahnsinnig cool für ihn. Ich finde aber auch der Paul Dano, weil er eben so ein subtiles Spiel hat, ist er umso herzergreifender, wenn er am Schluss völlig zusammenbrechen ist, oder? Wo die ganze die Welt, wenn er sie sich aufgebaut hat für sich und der Mann ihm eigentlich zusammenbricht, wo sie in diesem Vorgarten sind bei ihr. Das ist, ich finde das wahnsinnig wahnsinnig subtil und schön gespielt. Weil, weißt, andere Schauspieler, ich meine, wir sind alle grosse Nicolas Cage-Fans. Sind wir ehrlich? Aber wir wissen, wie er es gespielt hat. Der war ja am, der hat sich wahrscheinlich am Boden zehnmal gewendet und den Namen geschrauen und irgendwie eine Scheibe eingeschlagen oder so. Und das ist er halt nicht der Typ, das passt ja gar nicht zu seiner Figur. Aber jetzt will ich es irgendwie trotzdem sehen. Ja, irgendwie jetzt auch, ja. Nein, egal. aber ich finde, das ist wahnsinnig cool gemacht. Und kurz davor, vor dem für mich wirklich herzergriffenen Ende, gibt es ja auch die schöne Montage, wo man entdeckt, was für mehr Fähigkeiten der Manny eigentlich hat. Weil er kann ja nicht nur furzen und Jetski fahren drauf. Nein. Er kann ja auch Feuer machen. Er kann Sachen aus dem Maul schiessen. Trinkwasserspeicher. Ja. Genau, Trinkwasserspeicher. Eben, oder muss man vielleicht dazu noch sagen, zur Erklärung, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, Swiss Army Man bezieht sich darauf, dass er wie ein Schweizer Armee-Messer ist, einfach der Schweizer Armee-Mann. So, also Multifunktionswerkzeug, das bietet der Manny im Handy auch an. Komm, benutze mich doch einfach als das. Ich bin dein Schweizer Armee-Messer. Ja. Und eben, er hat ja ganz viele so Funktionen. Das Geilste finde ich ja, wie sich der Hank mit ihm rasiert. Gut, mit den Zehen. Wie sich mit den Zehen vom Manny rasieren. Also, du hast die Idee, und wie du das dann umsetzt und das Schauspieler dann in Gott stellen. Ja, okay, also, dann der Name wieder Sinn vom Film. Eben, genau, da wollte ich das schnell erwähnen. Nein, ist gut, zeigst du das. Muss man sagen. Eben, das so, benutze ihn als Rasierer. Das war, glaube ich, so ziemlich das Naheliegendste, was aber auch noch so halbwegs realistisch war. Halbwegs. Ja, also ich finde auch, dass mit dem Arm oder mit dem Bein so Sachen zerhacken, so Baumstämme umhauen und so Zeug, das ist einfach visuell wahnsinnig schön und lustig vor allem auch gemacht. Das ist so richtig witzig, aber es ist irgendwie auch herzig. Und das ist nicht ein Punkt, wo ich finde, jetzt übertreiben wir aber ein bisschen. Weil es ist so dumm. Weil halt die ganze Ausgangslage ist ja so nicht dumm ist, sondern so infantil, so kindlich ist, oder? Dass es irgendwie auch wieder Sinn macht. Oder ich meine, sind wir ehrlich, genau so Zeug haben wir gemacht mit irgendwelchen Actionfiguren, oder? Die haben das auch können, oder? So blöd gesagt. Ja, es ist ja wie so eine größere Actionfigur, die kann. Ich meine, erinnert euch an die alten Werbeblöcke, weißt du, von so Actionfiguren? Die haben auch irgendwie, hast du auch so einen Bäumchen gesehen und ist so der Action-Man, hat haben seinen Arm so aufziehen können, hat den Baum umgehauen und all so Zeug. Also es ist genau so, es hat mich ein bisschen erinnert an das. Und das ist auch so in einer Montage reingedreht. Und hat mich wirklich so ein bisschen an die, wirklich an die 90er-Jahre Action-Figuren-Werbungen erinnert. Ja, absolut, absolut. Ja, sorry, das ist geil. Ja, und eben so, sorry, falls jetzt irgendwie vorgreife, aber eben dann haben die sich ja kennengelernt, man hat die Dynamik miteinander. Und dann kommt man ja aus ihrem so angestammten Terrain langsam ein bisschen raus. Und ab dort habe ich es dann schon fast. Ab dort habe ich es dann ein bisschen schwierig gefunden. Weil, eben, wo sie dann eigentlich auf die Realität treffen, da habe ich jetzt die ganze Zeit, gefragt, hey, dienen jetzt die Leute, die den Film inszenieren, jetzt wirklich mit uns spielen oder machen sie es nicht? Was von dem, was hier gerade passiert, ist jetzt richtig und was ist falsch? Ja. Und das ist. Ja, das ist ein bisschen. Das habe ich jetzt ein bisschen schwierig inszeniert gefunden, weil du bekommst keine Antwort darauf. Einmal keine richtige. Aber ja, die ganze Zeit
so denkt, so, Moment, jetzt muss irgendeine Auflösung kommen. Jetzt eben, dass irgendein Manny nur ein Hirngespinst war, mhm, und vielleicht der Hank so eine Irrenanstalt abgehauen ist oder was auch immer. Mhm. Ich habe die ganze Zeit, jetzt muss ich, gerade mit dem Vater vom Hank, der ja kommt, habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, Moment, ja, der, mit dem Hank, da muss doch irgendetwas nicht ganz richtig sein. Weil der Vater auch relativ abgeklärt und alles. Und er läuft ja auch am Hank noch vorbei und so irgendwie. Und du hast halt wie zwei Szenen in einer Szene. Mit dem Krankenwagen, mhm, dazwischen, als, mhm, Trennung davon. Das eine spielt um den Hank, das andere um Gänsefüßchen, die Realität, wo dann zum Manny wieder geht. Manny ist wieder die Leiche und alles. Man spielt jetzt hier Wahrheit und Erfindung aneinander vorbei. Mhm. Aber das, ja, wird dann, ja, nicht so richtig aufgelöst, sondern es ist dann einfach gleich wieder wie vorher. Mhm. Da kommt wieder so die Magie-Komponente, die man auch immer wieder hat. Vorher auch mit Manny, mit den Sachen, die er kann. Eben, da hat er ja auch immer jetzt einen Funken springen und alles Mögliche und so. Das ist ja schon sehr im fantastischen Bereich. Absolut. Und das habe ich es wirklich ein bisschen schwierig gefunden, mich auf die Schlussszene einzulassen, weil ich halt die ganze Tasse so erwartet und irgendwie, ja, dort ist der Hunger nicht so gefüttert worden, finde ich. Okay. Für mich. Wie war es für dich gewesen, Will? Ja, ich würde sagen, ich bin am Schluss auch zum Teil ein bisschen verwirrt gewesen, weil irgendwie hat dann irgendwann mal der Manny irgendwie geredet mit den Polizisten. Ich meine, es war die Polizei, mit den anderen, also interagiert. Aber irgendwie hast du dann doch immer. Der Manny? Also, ja, die Leiche. Mhm. Aber dann irgendwie. Das war ja aber doch da gewesen. Ich habe dann gedacht, okay, er ist jetzt doch nie tot gewesen, weil er doch jetzt gerade mit dem. Und dann ist er aber irgendwie wieder eingepackt und dann hat der Vater müssen, mhm, zum Lügen, wer es ist. Und jetzt irgendwie doch nicht gemacht. Und dann hat der Hank, ist dann wieder durchgedreht. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, die ganze Szene ist mir völlig verwirrt gewesen. Ich hatte dann eigentlich. Ist sie auch. Aber ich habe gar nicht mehr geschnallt, okay, wo ist jetzt wie schwarz und alles, bis dann eigentlich wieder ganz, ganz am Schluss und dann mit ihm dann davor rennt und dann ist er irgendwie am Strand. Aber die Szene dort mit dem, eben, mit dem Garten, genau, eigentlich. Dem Garten, bis in das war völlig, mhm, nicht zuordnen gesehen für mich. Ist es so? Ja. Ist es so? Die ist auch, ich persönlich, ich mag das ja noch, weißt, wenn es nicht geklärt ist, was ist jetzt, wo, was ist Realität, was ist. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich verstand aber absolut die Punkt 2, weil ich weiss, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die genau mit dem mega Mühe hätten. Mhm. Oder weil sie einfach. Du willst halt einfach genau wissen, ja, was ist denn jetzt, oder? Mhm. Also entweder das oder das, ja, gar nicht geklärt haben. So, nur so das Anklären. Ja, ja. Das ist für mich unbefriedigend. Ja, ja. Nein, es gibt viel zu Leute, oder? Darum schaut nie. Oh, wie hat er geheißen? A Simple Man. Von den Kronbrüdern. Ja. Okay. Also am Schluss, ein guter Freund von mir und Dave, den ihr auch kennt, oder? Der hasst den Film, weil der auch so einen offenen Schluss hat. Und dann redet immer noch so, ah, scheiß Film. So eine typische Yogi-Aussage an der Stelle. Ja. Er ist der Yogi. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich habe es immer so interpretiert, jetzt haben wir zweiten oder dritten Mal geschaut, jetzt gar nicht sicher, dass es einfach so ein bisschen der Schlag von der Realität, dass da halt so, es ist ja auch so staccato-artig geschnitten. Mhm. Es wird ja dann, vorher hat es schon auch schnelle Schnitte mal gegeben. Mhm. Aber eher halt, wenn sie sich halt bewegt haben, wenn sie die Montage, wenn sie gespielt haben, Theater gespielt haben, im, ja, Bus oder eben die verschiedenen Fähigkeiten von. Ja, halt auch zum Zeitablauf schneller zeigen. Korrekt, das ist ja auch, genau. Das ist ein sehr, sehr legitimes Stilmittel. Ja, ja. Korrekt. Und da ist es eigentlich wie eingesetzt, so wie. Für mich ist es immer so gewesen, so, und jetzt kommt die Realität und die haut dir einfach so einen Fust in die Magengegend. Mhm. Und eben auch das, was du gesagt hast, was sehr schön sinnbildlich ist, wie du es erwähnt hast, oder mit dem Krankenauto, wo einer so das wie trennen tut, oder so, ah, das ist ja so, und der Vater, der dahinter geht, und das Auto einer so anlehnt, so, fuck, mein Sohn, und überhaupt, oder, und er kommt aber gleich nicht. Er hat ja eigentlich die Chance, seine. Was ist das deutsche Wort? Seine Redemption, seine Erlösung eigentlich zu bekommen, oder? Aber er nimmt es ja wieder nicht wahr. Mhm. Er flüchtet eigentlich wieder mit dem Manny, oder? Er flüchtet, ja, weg. Es war eigentlich, wäre ja am Ziel, aber er merkt,
ich bin noch nicht so weit, ich kann gar nicht, ich komme eigentlich gar nicht schlagen in der Realität. Ist aber auch wieder, er ist vorher aus dieser Realität geflüchtet, hat sich sogar wollen in den Tod flüchten, hat sich knapp vom Tod können lösen und hat dann mit einem Toten mehr Leben und mehr Freude erfahren, als sie im normalen Leben hat. Kommt retour, bekommt die Chance, sich eventuell aufs Leben einzulassen. Mhm. Aber für ihn hat mittlerweile das Leben mit dem Toten der höhere Stellenwert. Darum entscheidet er sich, anstatt fürs Leben, wieder fürs Leben mit dem Toten. Weil es halt auch einfacher ist, oder? Weil er dort gleich noch die Kontrolle darüber hat. Mhm. Ja. Und das wird für mich auch in dieser Szene, in diesem Vorgarten verdeutlicht, oder? Er verliert komplett Kontrolle. Und darum ist es auch so verwirrend alles. Mhm. Die ganze Szene, es ist mega verwirrend. Also, wenn ich zuerst denke, so, Alter, was passiert jetzt gerade? Ja. Es ist so, aber ich verstand es wirklich als, er hat komplett Kontrolle verloren und hat einmal Kontrolle gehabt über sich, über sein Leben. Und das wollte er einfach wieder zurück haben. Hast du die Realität dann eingeholt? Genau, ja, ganz genau. Und das ist so das wo ich so bitter böse finde an diesem Film. Weil er eigentlich ja dir, ich sage es mal, von denen, ich weiß gar nicht, wie lange er geht, etwa 1,5 Stunden, gut, nicht so wahnsinnig, also normale Zeit, oder? Ja, ja. Dass wir eigentlich so, von diesen 1,5 Stunden, 1 Stunde 15 oder so, tut er da eigentlich eine ziemlich, zwar eine melancholische, eine romantische Art, aufs Leben zu schauen, zeigen, oder? Aber gleich mit sehr viel Spass, mit Humor, mit Freude am Leben. Und dann kommt die Realität, kickt rein und sie tut einfach nur weh, sie tut ihm richtig weh. Und er kommt nicht schlagen damit und flüchtet wieder. Ja, von dem her stimmt es eben schon. Er startet als Mega-Komödie und geht dann wirklich in ein extremes Drama oder Tragödie rein. Also, ist so wie nicht so ein Plot-Twist, oder? Wie, jetzt zum prominentes Beispiel, was ich gerade gesehen habe, oder? So From Dusk Till Dawn, oder? Wo ein Gangsterfilm anfängt und plötzlich ist. Oh, ja, gut, wir sind ja schon im Spoiler-Teil. Also, wenn jetzt noch nicht From Dusk Till Dawn gesehen ist, selber schon. Wie jetzt zu einer Splatter- und Gore-Vampir-Orgie, oder? Mhm. Also, fuck, oder? Also, wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, dann ist das auch ein Fust, oder? Das passiert da eben auch. Und das finde ich, das tut dem Film mega, mega gut. Auch wenn es mega verwirrend ist. Also, geht mir auch so. Ich finde auch, ich bin auch nicht zufrieden damit. Mhm. Aber ist es nicht so im Leben? Bist nicht immer mit allem zufrieden, oder? Ja, kann auch wieder sein, dass das auch wieder so eine Anspielung ist auf gewisse Tabus, wo man eben nicht so. Wieso sollst du zufrieden sein? So, niemand ist es eigentlich. Ja. Außer du kümmerst dich nicht allzu sehr darum, dann kannst du vielleicht zufrieden werden. Ich finde es auch da lustig, so viele Filme sind, ich sage so ein bisschen nach. Mensch, ich sage es mal blöd gesagt, Schulbuch dreht. Schema F. Und man möchte dann immer etwas sehen, wo nicht nach Schema F dreht ist. Dann kommt etwas, das nicht nach Schema F 3 ist, dann denkt man so, das ist scheiße. Das ist aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Spiel, wo du auch dir getraut musst, etwas zu machen. Weil ich meine, als Regisseur, wo du sagst, so, ich mache jetzt mal etwas, wo vielleicht du Zuschauer dann nicht zufrieden ist, aber wo du vielleicht verwirrt ist und nicht aufgeht für ihn. Und ich meine, das braucht Mut und ich denke, dass es auch dann überkommt, gut. Ich meine, es ist gut übergekommen, es ist nicht irgendwie plump. Und das ist auch so, ich sag mal, du musst auch das Handwerk zu verstehen. Ich finde es gut. Definitiv, ja. Also ich meine nicht nur vom Schreiben, weil sie schreiben sie auch, oder, die zwei, sondern auch vom Drehen, dann vom Umsetzen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Ja, zum nicht nach Schema F arbeiten, musst du mehr können als die Leute, die das Schema F eigentlich verinnerlicht haben. Ja. Weil wenn du das kannst, dann kannst du die Leute in den Schatten stellen. Wenn du das nicht kannst, dann ist es ein Glücksspiel. Genau. Ich würde sagen, ausser ihr habt noch etwas Explizites, und sonst könnt ihr das auch sehr gerne in eurem Schlussplädoyer und eurer Bewertung wiedergeben. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bewerten von 0 bis 5 Sternen. Und zwar ist das nach dem Letterboxd-Prinzip. Letterboxd ist eine App oder eine Seite im Internet, wo man kann so Filmtagebücher feiern, aber auch so Watchlists erstellen etc. Nein, wir sind nicht gesponsert von denen, wir kriegen gar nichts. Leider noch nicht, ne? Nein, aber wir nutzen es alle sehr, sehr gerne. Wir haben auch einen eigenen Account dort. Also wirklich sinneswiss, da findet ihr uns gerade, könnt ihr gerne folgen. Und wir probieren und gerne natürlich mir, dass wir zu jedem Film, den wir schauen,
und vielleicht zum Teil nicht im Podcast besprechen, also in zwei, drei Sätzen, zum Teil auch mal ein paar Sätze mehr, noch ein gewisses Resümee geben. So, also von 0 bis 5 und jetzt fangen wir an mit dem Spike. Okay, Swiss Army Man ist ein mutiges Projekt, ist anders und das auch gewollt und das ist ja gut so. Ich muss sagen, ich war vermutlich ein bisschen in der falschen Stimmung, als ich ihn geschaut habe. Einige Sachen sind nicht so bei mir angekommen, einige Sachen sind sehr bei mir angekommen. Die Tiefgründigkeit des Films finde ich bewundernswert. Ich muss auch sagen, ich habe auf Deutsch geschaut. Mhm. Ich nehme an, ihr habt auf Englisch geschaut, oder? Jo. Ja, also ja, das ist so klar. Okay. Nein, ich habe auf Deutsch geschaut und ihr merkt vom Gespräch her, die Tiefgründigkeit ist auf Deutsch absolut auch übergekommen. Also von dem her wohl wieder gut synchronisiert. Und Bilder ganz, ganz toll, Kamerafahrten auch sehr toll. Farben, sag stark, wirklich. Gerade der Wald habe ich sehr, sehr eindrücklich gefunden. Wirklich sehr, sehr schön gedreht. Und jetzt zu der Bewertung. Man muss natürlich auch noch anerkennen, ich finde es immer gut, wenn man Tabus anspricht. Und Tabus auch wirklich ein bisschen aus der Welt räumen und dann ist das plötzlich normal. Das finde ich immer super. Mhm. Ich hätte dem Film vor unserem Gespräch 3,5 Sterne gegeben. Allerdings jetzt, und das finde ich eben auch immer so ein Kriterium, wenn man über einen Film richtig gut kann diskutieren und in der Diskussion den Film ein bisschen mehr kann schätzen lernen, dann dürfte auch noch einmal vielleicht ein bisschen Pluspünktchen bekommen. Darum gibt es von mir jetzt 4 Sterne für Swiss Army Man. Cool. Super. Jetzt bist du im Zug gezogen, Hill. Oh, jetzt bin ich da. Ja, ziemlich logisch, oder? Also für mich ist es auch, der Film hat gewisse Sachen gehabt, die mich ein bisschen anfangen zu stören. Aber irgendwie, sagen wir eben, ich heiße ein dummes Beispiel, das Gefurz am Anfang. Ich bin abends wirklich dort und dann, ich meine, es war nicht nur ein Furz, der kopiert worden sind, sondern sind wir auch kleine, leislige, lange gesehen. Und also ich habe mich auch wirklich verwünscht, wenn ich einfach grinse und ich einfach denke, so, ich grinse jetzt, weil er da 50 Mal schon umgefurzen ist. Einerseits es hat es mich gepackt, emotional, es ist lustig geworden, aber dann irgendwann ist wieder der Punkt gekommen, jetzt ist es ein bisschen zu viel. Was aber auch vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch gewollt gewesen, sondern ein bisschen Spiel, so ein bisschen über die Stränge übergehen. Ich weiß es nicht, aber gewisse Sachen haben eben, wie gesagt, ist ein bisschen too much gewesen. Gewisse sind gut gewesen. Ich muss auch sagen, wie gesagt, es ist so, ich gebe auch so ein bisschen einen Augenblick, wo ich dann geschaut habe, ist die Schuld. Dass ich nicht so ganz reingekommen bin, dass es mir nicht, vielleicht nicht ganz so übergekommen ist. Weil ich habe eigentlich viele Sachen positiv gefunden. Dinge, ich weiß auch nicht, doch einen kleinen Nachgeschmack, aber ich möchte das nicht unbedingt auf den Film beziehen, weil auch ich meine, jetzt die zwei Schauspieler zusammen, ich habe eigentlich gut gefunden, was sie gespielt haben, es hat gepasst. Auch Bild, also Bild, alles mit dem Wald, auch mit dem Film, wie gesagt, die schauspielerische Darstellung, das ist eh für mich ein Stern. Und dann noch, sag so, die Geschichte, die auch tiefgründig ist, wo ich noch einen Stern gebe. Und ich sage es mal, für mich ist es momentan ein 3-Sterne-Film mit Luft nach oben. Ich denke, wenn ich mir dann nochmal schaue und dann den Moment von Witsch, jetzt auch mit dem Gespräch, eben, es ist so, es ist was da, da ist noch mehr, als ich jetzt mitgenommen habe. Mhm. Kann ich auch vorstellen, dass das noch vielleicht noch gesteigert wird. Momentan ist es ein 3-Sterne-Film. Ein Grower, ein sogenannter, oder? Ein wächst. Ein Samen. Ja, hey, für mich ist klar, oder? Ich meine, das ist die wirde Variante von Castaway. oder von der Robinson Crusoe-Geschichte. Oder so. Wobei es ist schon auf Castaway, ich meine, es ist ja kein Zufall. Die Hauptfigur heisst Hank Thompson. Tom Hanks. Castaway, merkt ihr etwas? Also das ist kein Zufall, natürlich. ja, Manny ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Football-Ballhersteller anstatt Winston. Da habe ich noch keinen Vergleich gefunden. Nein, audiovisuell überzeugt er für mich komplett. Ich finde beide in ihrer Rolle wahnsinnig, wahnsinnig prägnant. Und ich finde auch Filme, wo du
99% von Filmen einfach nur zwei Leute siehst. Weißt du, so wie so Kammerspiele, wo wir da draußen sind, aber so Kammerspiele. Und du gleich fasziniert bleibst dabei. Das ist wirklich eine ganz hohe Schule für mich. Er bringt mich zum Lachen, er bringt mich zum Nachdenken, er bringt mich nicht gerade zum Heulen, aber doch wirklich so. Es gibt so immer wieder einen Schlag in die Magengegend. Und viel mehr kann ich einfach nicht verlangen von einem Film. Und ist ein Meisterwerk? Nein, da fehlt mir noch einen halben Stern. Aber ich gebe ihm 4,5. Für mich ist es wirklich ein absolut grossartiger Film. Einer, den sich jeder muss gönnen. Und wenn ich jeden verstand, was sagt, nachher, mir schon irgendwie ein bisschen zu plump gesehen oder eben zu viel Fürze oder so. Und vielleicht eben das Tiefgründige gar nicht so verstanden hat. Ich verstand aber auch jeden, wo man nachher um den Hals fällt und sagt, Alter, ich habe wie ein Schlosshund gekühlt am Schluss. Danke. Kann beides passieren und das ist doch einfach das Geilste. Und das Schönste ist, wenn man, gerade wenn man einen Filmpodcast hat, wenn man nachher auch ein bisschen etwas hat, um darüber zu reden. Und genau, von dem her sehr empfehlend. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich euch einmal ihren nächsten Film, The Death of Dick Long, gebe als Hausaufgabe. Unbedingt nicht schauen vorher. Ja, ihre liebe Zürcherinnen und Zürcher, ihr dürft dann auch gerne schon schauen, weil der wird irgendwann kommen. Ja, damit sind wir auch schon am Schluss. Wir bedanken uns wie immer herzlich fürs Zuhören. Wir haben jetzt aber noch die nächste Hausaufgabe ansagen. Ah, das ist korrekt. Ja, stimmt. Haben wir den ersten Ball mal versifft? Nicht nur einmal. Ja, das gibt es ab und zu, dass wir es mal vergessen. Das ist ja nicht so schlimm. Nein, aber es folgt aber. Die nächste Hausaufgabe-Folge, die kommt ja vom Spike. Ja. Und das wäre? Das wäre «The Dangerous Life of Altar Boys». Oder in der deutschen Version einfach nur «Altar Boys». Wie wenn man es ganz auf Deutsch übersetzen würde, würde es was heißen? Ja, Messdiener. Eben, das gefährliche Leben der Messdiener. Der Titel hat mich schon überzeugt, den du in mir schon genannt hast. Ich wusste, das könnte ein cooler Film werden. Das ist jetzt vor allem mein erster Versuch, um euch wirklich mal zu verdeutlichen, was ich im Kieran Culkin sehe. Alright. Kommt dann irgendwann noch einmal einer. Wir freuen uns drauf. Auf jeden Fall, ihr hoffentlich auch. Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, um. Zumindest. Vom Erscheinungsdatum her, zum The Dangerous Lives of Altar Boys zu schauen. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, umso besser frischt ihr nochmal auf. Und ansonsten hört man sich beim nächsten Mal. Und tschö. Tschüss! Tschüss!